Mein Name ist Rumen Milkov. Wir sind hier im Nordwesten Bulgariens. Ich habe diesen Ort für mich gefunden, schon vor vielen Jahren, und habe gemerkt, dass mir dieser Ort mit der unberührten Natur, mit der Stille sehr gut tut. Und jetzt ziehe ich mich zum Schreiben zurück. Der Ort ist sehr inspirierend zum Schreiben, hat einen ganz tollen Ausblick auf, ich nenne sie die bulgarischen Twin Peaks. Da beginnt der längste Wanderweg Bulgariens, der heißt Kom Emine. Ich selbst habe diesen Wanderweg gemacht, das Ganze mit einem Esel. Den Esel habe ich hier aus meinem Dorf, das heißt Banchevci. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und bin, das ist jetzt ein paar Jahre her, bin durch meine Wanderung, man kann sagen, auf den Esel gekommen. Das war für mich auch eine Heldenreise. Bei dieser Heldenreise hat der Esel eine sehr große Rolle gespielt, denn der Esel ist alles andere als dumm. Und er hat auch in den inneren Esel in mir zum Vorschein gebracht. Und das kann, denke ich, auch für andere Menschen sehr hilfreich sein, auch zu erkennen, wo bin ich denn selber dieser blöde Esel und wo ist aber auch die Weisheit der Esel in einem selber versteckt.